Dann weiter geht's heute mit. Hopsa. Mit Let's Play EA Sports FC 24. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Match. Und das ist ein Auswärtsspiel bei Fortuna Sittard. Wir kommen da jetzt angelaufen. Achso, mein Neuzugang wahrscheinlich. Oder? Fragezeichen, wer ist denn das jetzt? Muss ich gerade zugeben. Ach so, das war hier Arthur. Das war jetzt Arthur. Fokus auf Energie. Ich denke mal drüber nach, würde ich sagen. So, wir wollen die Tabellenführung wir wollen die Tabellenführung verteidigen, aber dazu müssen wir leider heute ein bisschen rotieren, weil halt einige Spieler noch nicht so mehr, ja, überhaupt nicht zu 100% fit sind. Das ist halt das Problem bei der Nummer. Wir haben halt keine Alternativen wirklich. Gut, Till kann auf der 6, auf der 10 spielen. Aber ich habe halt keine Alternativen, um wirklich durchzurotieren. Das ist ein dickes Problem. Weil ich habe keine Innenverteidiger, ich habe keine Innenverteidiger auf der Bank. Das müssen wir definitiv nochmal angehen. Wer in diesem Spiel im Mittelpunkt stehen wird, ist keine große Überraschung. Denn zuletzt gab es ja 3 Tore in 3 Spielen. Klasse Ausbeute. Wir zeigen es Ihnen. Regen war angekündigt und das hat sich auch so bewahrheitet. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Partie. In der erste Ligaspiel. Fuß und Frank Buschmann wird Sie auch heute wieder durch dieses Spiel begleiten. Und wir sind zu Gast bei einem Spiel aus der Eredivisie. Im Stadion herrscht eine sensationelle Stimmung. Das wird ein tolles Spiel. Bei den beiden Teams ist Spitzenfußball garantiert. Das wird hochklassig. Ja, stimmt, Özyakup, den wollte ich auch noch verpflichten. Vom Gegner. Stimmt, den Özyakup vom Gegner wollte ich auch noch verpflichten. Das war auch einer von meinen Wunschspielern. Schönes Ding. Ante Budimir 1-0 Eindhoven. PSV. So kann man schon mal in eine Partie starten. Kein Abseits, schön gekonnt, schön mal gespielt. Und der Ex-Paulianer, Ante Budimir, der Kroate, macht das 1-0. Aber Fakt ist, dass wir definitiv nochmal für die Verteidigung nachrüsten müssen. Oppegaard, Budimir. Till. Und nicht das 2-0.
Hackney war es, der Engländer. Ja, so ein bisschen auf der Transferliste sitzt, aber aus finanziellen Gründen. Ich gehe mal davon aus, dass wir tatsächlich eher erst im Winter einkaufen können nochmal. Also zwei Mann haben wir ja schon verpflichtet. Ecke. Wir sind Novoa mit der kommen. Und Yashari werden ja kommen. Aber halt noch keine. Und die Abwehrspieler werden wahrscheinlich auch noch kommen. Sirius. Super Pass. 1-1. Özyakup, den ich so ein bisschen auf der Liste habe. Ich glaube, der hat eine ganze Weile bei Beşiktaş gespielt. War eigentlich auch das türkische Talent schlechthin. Und ist dann halt. Ich bin aber später mal Fortuna Sittard, aber ich möchte ihn gerne haben. Hecknel. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ja, da ist aber auch gar keiner mit dabei auf der Position. Irgendwie. Zieht in die Mitte. Macht nichts. Versuch mal. Zwei Fehlpässe hintereinander weg. Hecknel. Ja, es ist halt noch nicht alles rund, was läuft, ne, momentan. Schönes Ding. Leider nicht. Ach stimmt, das ist ja erst Oktober. Ich darf ja noch gar nicht erst. Ich kann ja noch gar nicht verpflichten. Fällt mir gerade ein, es ist jetzt Oktober, es ist doch nicht mal Winterpause. Nächster Versuch Eindhoven. Die wollen hier natürlich dieses Auswärtsspiel klar gewinnen und die Tabellen für diese komfortable Punkte Tabellenführung verteidigen. Schöner Ball. Auf Albian Yeti, der diesen Querpass versucht. Vielleicht hätte er mal selber drauf halten müssen. Der Held aus Basel, Luc de Jong, heute nur fit aus Fitnessgründen auf der Bank. Vertessen. Und das ist das 2-1 für die Gäste. Und es ist Till. Wir haben auch keine ausgeliehenen Spiele, wo man sagen kann, die kann man auch zurückholen oder so, ne? Also, eine kurze Pause ein. Man führt zur Pause mit 2-1. Man hat erstmal alles im Griff. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter.
Also, sieht jetzt aktuell sehr gut aus, aber mit dem zweiten Anzug, der scheinbar zu funktionieren, ein bisschen funktioniert. Albiana Yeti. Albiana Yeti. Ah, Yeti. Ah, Yeti. Und nicht, das war Artur, glaube ich. Juve, Barca gespielt. Freistoß Sittard. Okay. Ja, wir haben halt die mega Herausforderung, dass wir erstmal mit diesem Spielermaterial, was es jetzt gerade so ein bisschen zur Verfügung steht, in die Winterpause zu arbeiten. Dann werden wir zwei weitere Neuzugänge begrüßen, zwei neue. Scheiße, das war unnötig, weil das war nie was passiert. Ramaljo. Scheiße. Er macht das Tor. Gute Elfer. Sirius. Ausgleich erneut. Nochmal dieser Elfmeter, ja, bleibt einfach stehen, hofft auf einen Ball in die Mitte, aber die Hoffnung wird dann eben nicht erfüllt. Scheiße, ich sage mich gerade so ein bisschen. Der Elfmeter war unnötig, das Foul war bitter, blöd, unnötig, aber es war ein Foul. Glück gehabt, dass der nicht. Zu unkontrolliert abgeschlossen, die Kugel geht deutlich übers Gehäuse. So, und jetzt sind hier noch 30 Meter. Das ist natürlich jetzt bitter, dass dieser Ball nach vorne zur Bumerang wird und der Gegner führt mit 3:2. Tolles Tor, so einen Joker wünschst du dir natürlich. 3:2, Sittard. Torres, er setzt sich durch und dann dieser wuchtige. Diese Vorwärtsbewegung. Nichts mehr zu halten. Ich wollte den Ball schön nach vorne spielen gerade. Und dann sagt das Spiel, nö, den kannst du mal zum Gegner spielen. Also zwei blöde Fehler da hinten jetzt gemacht. Hat. Und die sind bestraft worden. Guter Steilpass hier, macht er gut. Ayeti. Ja, der macht ein bisschen Betrieb jetzt auf der Seite. Yeti! Doch noch ist er! Mit Dusel drin! 3:3! Irgendwie reingemurmelt! Der Schweizer zum 3, trifft zum dritten! Ah, schon reichlich glücklich, dass der reingeht! Fast gehalten! Ja, sehen wir hier nochmal, da hat nicht viel gefehlt! Und sie kommen hier zurück, das war der Ausgleich zum 3:3! Sie können über außen kommen. Vertessen. Tesi. Flanke kommt. Und Medusel. Nicht das. Medusel für Sittard. Scheiße, ich muss jetzt überlegen, was ich mache. Klar, du dir hinten rein. Das ist mal sowas von klar. Das alles kann ich jetzt mir irgendwie nicht vorstellen. Ich habe halt keine fitten Spieler. Ich habe keine Möglichkeit, mal zu rotieren. Glück gehabt. Wir sehen, der Ball geht am Ende knapp daneben.
die letzten 15 Minuten jetzt. Ich habe schon gesehen, dass da vorne mal einer alleine stand. Diaz. Aieti. Aieti! 3 zu 4. Das ist schon stark. Man will den Meistertitel. Deswegen muss man nachrüsten. Man hat es gemacht. Man geht jetzt wieder in Führung. Ja, es wird wohl davon aus, dass ich ein paar Jugendspieler hochziehen muss. Zumindest mal was für die Verteidigung tun muss. Ist okay, ich hab ihn, Jetzt irgendwie noch das. Die Entscheidung, irgendwie das 5-3, das wäre perfekt, wie in Basel. Erstmal ist er leider weg. Ah, Yeti! So, hi Yeti. Der ist leider zu. 2-3 Minuten noch. Ist Jakub und Benitez sagt hier, das ist meiner, den behalte ich mir, nehme ich mir. Jetzt nicht irgendwie noch ein Gegentor kassieren, jetzt nicht noch 2 Punkte wegschmeißen. Oh, mit viel, viel Glück war der Ball. Weg damit erstmal. Es ist wie egal. Eindhoven bleibt ungeschlagen und holt sich den Sieg. Also dieser knappe Sieg in der Liga. Da freuen sie sich, dass sie das über die Runden gerettet haben. Sie waren die etwas bessere Mannschaft. Oh, Gott sei Dank, ey. Irgendwie diese Punkte mitgenommen haben. Alkmaar gewinnt, Alkmaar verliert gegen Feyenoord 1-2. Nächster Gegner ist Excelsior Rotterdam. Utrecht jetzt nur noch Vierter. Die waren mal Zweiter, wie gesagt. Die haben auch schon unentschieden haben sie gespielt. Oder? Ja, gegen Zwolle. Gegen das Team, das wird man ja noch haben müssen. Das war ja das nächste Ligaspiel. So, jetzt gucke ich noch schnell wegen der... Mal wegen den Jugendspielern. Ich weiß, da ist nichts wirklich dabei, aber ich brauche halt Möglichkeiten. Jugendstab. Oh. So, Südeuropa. Ja, Japan vielleicht nochmal irgendwie. Warte mal, nicht Süd, aber dann müssen wir nach Asien. Flügelspieler vielleicht. 3 Monate. Ja. Dann. Ja, wir haben halt keine Möglichkeiten. Wir haben halt 23.000 oder so auf dem Konto. Das ist halt nicht allzu viel. Deswegen wird halt nur das passieren jetzt erstmal. Wir haben halt keine Kohle. Das ist das Problem an der Nummer. Jugendstab. Ne, warte mal. Wo waren das? Mannschaft Jugendakademie. Da war ich. Wollte ich hin. Aber da ist halt nichts wirklich dabei, wo ich mir sagen muss, ey, den musst du unbedingt haben. Das ist das Problem. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwie mal
So, dich möchte ich gerne haben. Ja, die anderen sind halt noch nicht zum Profi befördern. Ja, ich muss halt 3 Mann mindestens hochziehen, um A. Weil halt keine Alternativen da sind. Das ist das Problem an der Sache. Teamzentrale. Weil halt keine Alternativen wirklich da sind. Schule 21. Meier 23. Ja. Angebote, Anzeige der Angebote? Ja. Werde ich machen, weil ich brauche A, Kohle, B und B ein bisschen. So. Schule. Maya. Und auch nur gefehlt 2 Innenverteidiger. Ich habe ja nichts wirklich, da, wo ich sagen muss, hier, die hast du. Ja gut, als Linksverteidiger kann er spielen. Der soll einfach auf links. Du sollst als Linksverteidiger eigentlich spielen. Warte mal. Quatsch. Boom. Das soll er ja nicht machen, momentan. Para. Ja, ich werde jetzt mal die Leute natürlich bis auf die Leihliste setzen. Das alles habe ich jetzt gar keine Alternative. So, Transferangebot von Fofana, das habe ich ja schon gesehen, das Angebot. Der kann den Club verlassen. Aus seiner Sicht machst du das gut. Ja, es sollte, ist okay. Ich habe halt nicht wirklich Möglichkeiten. Das ist eine Herausforderung, definitiv. Und die gehen wir definitiv auch an mit dem nächsten Spiel, und zwar gegen Excelsior. Das heißt, jetzt erstmal, wie gesagt, in die Winterpause retten. Ich ärgere mich gerade, dass ich die Transfers gemacht habe, weil damit hätte ich ein bisschen was aufbauen können. Gerade was die Defensive betrifft. Gut, müssen wir mal gucken, was wir mal per Vorvertrag vielleicht holen können. Das wäre aber jetzt in der nächsten Saison holen können. Ne? Ich bin mal raus heute. Wir sehen uns wieder morgen um 18 Uhr.